Ganz herzlichen Dank, Lisa, für die herzliche Einladung nach Innsbruck. Ich freue mich besonders, hier zu sein, weil ich vor 6 Monaten aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier im Madonnensaal meine Forschung vorstellen kann. Es ist besonders für mich wichtig, hier zu sein, weil ich glaube, ich hätte meine Dissertation ohne die Open Access Publikation von BDoc, was hier in Innsbruck beheimatet ist, nicht geschafft. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Volker Schönwiese für diese Bereitstellung, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Denn am Anfang meiner Promotionszeit war es sehr, sehr schwierig, an Disability Studies Literatur oder inklusive Pädagogik heranzukommen. Und das war also eine sehr wichtige Quelle für meine Analysen. Also ich versuche heute einen Rundumschlag zu machen. Auf verschiedenen Ebenen möchte ich argumentieren. Und ich finde es gerade auch interessant, jetzt auch in Dialog zu treten, hier mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, weil ihr so einen mutigen Bildungsministerin haben, die ja ausgerufen hat, dass die Sonderschulen geschlossen werden. Und ein zentrales Thema meiner Forschung der letzten Jahre ist eben die Persistenz von Sondereinrichtungen. Und deswegen ist es sehr spannend, auch zu schauen, wie das in Österreich jetzt weitergehen soll. Also ich beginne oft mit dieser Folie, was sich aber in den letzten Jahren sehr verändert hat. Wir haben nämlich jetzt mit dieser Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung eigentlich eine flächendeckende globale Norm. Ich nenne das Menschenrechte GLONACAL, Global, National and Local. Was ganz besonders wichtig ist zu thematisieren, ist, dass es sowohl eine Top-Down-Aktion ist, ein Prozess von der Vereinten Nationen, aber dass es entstanden ist bottom-up. Also das ist eine Errungenschaft der globalen Bewegung von Menschen mit Behinderung, die sich diese Menschenrechtscharta erarbeitet haben, so dass es wirklich eine globaler Prozess ist, was weltweit war und bis auf wenige Länder jetzt, also 173 Länder haben die Konvention ratifiziert. Mein eigenes Herkunftsland, die Vereinigten Staaten, haben das nicht ratifiziert, leider, weil sie eben auch glauben, dass sie schon viel weiter sind. Und das ist aus meiner empirischen Arbeiten kann ich zeigen, werde ich auch heute zeigen, ist das nicht der Fall. Und wir sollten auch hier versuchen, eben diese verschiedenen Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention in allen Ländern zu realisieren. Es geht nämlich um die Umsetzung. Das eine ist die Unterzeichnung und die Ratifizierung. Das viel Schwierigere ist natürlich die Umsetzung der verschiedenen Artikel. Wir müssen feststellen, dass die Entwicklung der schulischen Inklusion vor dem Hintergrund mehr oder weniger institutionalisierter Fördersysteme geschieht. Also es gibt keine Tabula rasa. Und es ist eine Herausforderung in allen Ländern, aber besonders in stratifizierte und selektive Bildungssysteme, so auch in den deutschsprachigen Ländern Österreich, Schweiz, Deutschland und Luxemburg, wo ich jetzt arbeite und auch dort in den letzten Jahren feststellen musste, dass auch dort die Inklusion sehr weit von dem Ziel ist. Wir finden persistente Länderdifferenzen und die reflektieren Bildungs- und Behinderungsparadigmen, segregierende und separierende Organisationsformen sowie nationale und lokale Politiken. Wir können hier von Barrieren und Facilitatoren sprechen oder in anderer Manier über Gelingensbedingungen für die Inklusion. Und darauf werde ich in meinem Vortrag eingehen. Ich finde es auch wichtig, dass meine Argumente, die oft im Soziologendeutsch etwas vielleicht schwieriger zu verstehen sind, am Anfang nochmal meine Kernargumente in leichter Sprache zu präsentieren. Und vielleicht hilft es auch für einige von Ihnen, auch meine Argumente als Advanced Organizer zu haben. Früher durften viele Kinder gar nicht in die Schule gehen. Manche Leute dachten, diese Kinder können nicht so gut lernen. Heute wissen wir, alle können lernen. Am besten lernen Kinder und Jugendliche, wenn sie gemeinsam lernen
und in die gleichen Klassen gehen. Das heißt Inklusion. Aber Inklusion ist schwierig, weil es schon so viele Sonderschulen und Sonderklassen gibt. Viele Kinder dürfen die Schule nebenan nicht besuchen. Deshalb müssen wir die Schulen verbessern. Nicht nur in Deutschland oder Österreich, sondern auch anderswo. Das Gesetz sagt das. Und das ist eben eine globale Norm, ein Gesetz, was in den meisten Ländern dieser Welt jetzt gilt. Menschen aus allen Teilen der Welt haben gute Ideen. Sie können uns helfen. Wir wollen gute Schulen haben. Alle sollen gut lernen. Wie Lisa schon gesagt hat in die Einführung, habe ich viele Jahre versucht, komparatistische Studien inklusiver Bildung, gerade im deutsch-amerikanischen Vergleich, aber dann darüber hinaus im europäischen und globalen Vergleich anzufertigen. Das erste war Barriers to Inclusion, Special Education in the United States and Germany. Das ist jetzt auch von Routledge auch als Paperback erhältlich. Dann ein Buch, Comparing Special Education, Origins to Contemporary Paradoxes, mit John Richardson zusammen, wo wir versucht haben, auch die UNESCO-Daten der 50er Jahre zu reanalysieren und zu aktualisieren mit der derzeitigen Statistiken, um eben zu messen, inwieweit schulische Inklusion tatsächlich sich verbreitert hat weltweit. Mit Lisa Pfahl habe ich sehr viele gemeinsame Arbeiten. Ein Projekt, was wir an der London School of Economics auch durchführen konnten, betraf das Wissensstand und der Autorität der sonderpädagogischen Profession in Deutschland. Und um die Effekte der UN-Behindertenrechtskonvention nachzugehen, gerade in föderalen Systemen, müssen wir von der nationalen Ebene weiter runter, weil eben da auch große Heterogenität gibt. Und in einer Studie mit Jonna Blank und Benjamin Edelstein habe ich über die Effekte der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Bildungssysteme in Deutschland, also insbesondere Schleswig-Holstein und Bayern, geforscht. Und in den letzten Jahren, um wirklich auch auf der Ebene der Schulpraxis der Schulen anzukommen, in einem EU-Comenius-Projekt Teaching Diverse Learners in School Subjects, haben wir mit Kollegen in Deutschland, Island, Litauen, Luxemburg, Spanien und Schweden eben auch videografisch festgehalten, die inklusive Pädagogik und inklusive Praxen. Also, ich möchte beginnen mit diesen Begriffen, die, ich glaube, in der allgemeinen Sprache natürlich auch bekannt sind, aber es ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu thematisieren, genau wie ich die benutze, also zwischen Exklusion und Inklusion. Dann möchte ich meinen Ansatz vorstellen, warum und wie Fördersysteme im Vergleich. Dann in die Klassifizierung oder die kulturelle Analyse der Kategorien einsteigen. Dann aber natürlich die zentrale Frage danach, nämlich in welche Förderorte werden bereitgestellt, welche Strukturen gibt es in dem Bildungssystem. Dann die Barrieren und Facilitatoren im internationalen Vergleich, deutsch-amerikanischen Vergleich. Hier geht es um zwei Systeme, einerseits die segregative System Deutschlands oder die separative System des Vereinigten Staaten und dann eben mit dem europäischen Vergleich der inklusiven Praktiken zu beenden. Also, was heißt Exklusion? Das ist der Ausschluss aus soziale, ökonomische und politische Systeme, die die Integration eines Menschen in Gemeinschaft und Gesellschaft sichern helfen. Einerseits sehen wir eine abnehmende Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Programme, zeitgleich aber kulturelle und ethnische Differenzierung und persistente soziale Ungleichheiten. Wenn wir uns fragen, ist denn überhaupt es legitim, noch zu exkludieren, dann müssen wir feststellen, dass obwohl, Zitat, die moderne Gesellschaft keine Legitimitätsgrundlagen für Exklusion mehr besitzt, gehen die Versuche des Inkludierens mit Stigmatisierung, Segregation und Diskriminierung einher. Deshalb habe ich einen Fokus auf Grenzen und Barrieren der Inklusion. Was heißt Inklusion? Auch ein schwieriger Begriff. Inklusion wird als das Dabeisein oder die Mitgliedschaft von Personen in Sozialen aufgefasst und hier wieder mit Stichwort zu zitieren, als Form der Berücksichtigung von Personen
bedeutet es, die Aktivität aller zu ermöglichen. Inklusion wird vor allem durch soziale Bewegung und Menschenrechten gestärkt, deshalb auch die Wichtigkeit der UN-Behindertenrechtskonvention. Und mit der Bildungsexpansion steigt die Wichtigkeit des Zugangs zu Bildung als Voraussetzung für die soziale Teilhabe, aber wie auch die Stigmatisierung der Ausbildungslosen. Wenn wir uns wiederum über die Legitimität von Inklusion fragen, dann können wir feststellen, dass die UNBRK unterstützt der vielen europäischen Ländern seit Jahrzehnten entwickelten Integrationspädagogik. Inklusive Bildung wird als Menschenrecht verstanden und genießt damit höchste Legitimität. Deswegen auch der Fokus auf Facilitatoren der Inklusion. Vielleicht ist es auch hilfreich, an dieser Stelle, bevor wir in den empirischen eintauchen, kurz zu definieren und zu zeigen, dass es eben nicht nur um Exklusion oder Inklusion geht, sondern es gibt Zwischenschritte. Welche organisationellen Schritte gibt es? Wir können sagen, es gibt Bildungssysteme, die eher noch segregieren oder separieren oder integrieren. Und es gibt diese Abstufung, müssen wir auch empirisch operationalisieren und dann vergleichen. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal, warum vergleichen wir sonderpädagogische Fördersysteme und inklusive Bildung? Wie ich schon gesagt habe, sind wir alle Teil und Nutznießer einer weltweiten Bildungsexpansion. Vor einigen Jahrzehnten ging es noch um Education for All. Jetzt geht es um inclusive Education for All oder inklusive Bildung für alle. Und das natürlich, wie viele von uns auch beschäftigt sind, auch mit einer Frage der Definition, was ist jetzt für uns Inklusion? Sonderpädagogische Einrichtungen wurden vor der allgemeinen Schulpflicht etabliert, also auch im Sinne der historischen Vergleiche ist es sehr wichtig, sonderpädagogische Fördersysteme zu untersuchen. Wir können auch sagen, dass sie in gewisser Weise Ursprünge der Bildungssysteme darstellen und eben aber jetzt auch in die Persistenz. Diese Vergleiche ermöglichen eine Kritik des Status quo und sind eine große Motivation ist immer, was können wir von anderen lernen? Wie können wir unser System verbessern anhand der Good Practice oder inspirierende Praxen aus anderen Kontexten? Gleichwohl sind diese Vergleiche eine Fallstudie der sozialen Konstruktion von Behinderung, von der Sonderschulbedürftigkeit zu Förderschwerpunkten oder zu der International Classification of Functioning Disability in Health. Ein weiteres Motiv ist, dass wir es hier mit einer Schnittstelle zu tun haben, was sehr, sehr wichtig ist, gerade in Wohlfahrtsstaaten, zwischen der Benachteiligung und Stigmatisierung auf der einen Seite sowie die weltweite Behindertenbewegung und Stärkung der Menschenrechte. Und nicht zuletzt für diejenigen, die forschen oder die Interesse haben an dieser Forschungsrichtung, gibt es sehr viele Forschungslücken, weil es eben ein Bereich ist, was noch nicht sehr vertieft bearbeitet wurde. Es ist auch schwierig im Sinne der Sprachen, der anderen Kulturen, das zu verstehen. Ich habe selber aufgrund meiner familiären Hintergrund eben als mehrsprachig aufgewachsen, mehrkulturell aufgewachsen, konnte ich eben diese deutsch-amerikanischen Vergleiche auch sehr gut verfolgen. So, ich hoffe, ich habe Ihnen überzeugt, dass wir, also warum wir diese Vergleiche anstellen sollten. Jetzt aber wie? Wie sollen wir das machen? Mein eigener Ansatz ist ein historischer und soziologischer Institutionalismus, weil ich mich insbesondere für diverse Lernsettings interessiere, sei es auf Sonderschulen oder in Sonderklassen oder inklusive Klassen. Also wirklich diese Strukturen im Bildungssystem. Und ich interessiere mich für Wandel, also Prozesse des Wandels sowohl inkrementell als auch transformativ. Hier ist ein sehr gutes Beispiel die deutsche Wiedervereinigung, weil es eben tatsächlich auch im Sinne des Bildungssystems eine Transformation war, was auch zu einer verstärkten Ungleichheit geführt hat. Ein Konzept, was sehr wichtig ist in dieser Art von Forschung, ist die Pfadabhängigkeit. Das heißt, wir beginnen nicht mit einer Tabula rasa, sondern wir müssen uns immer auch damit auseinandersetzen, was es schon gibt im Bildungssystem.
Und hier sind verschiedene institutionelle Reproduktionsmechanismen für Anforderungen, machtbasierte, legitimationsbasierte, militaristische, funktionalistische, eben vielfältige Gründe, warum es so schwierig ist, diese Systeme zu verändern. Wir können hier verschiedene Dimensionen definieren, zum Beispiel kulturell-kognitiv, das geht um Ideen und Ziele. Das ist wichtig, diese Ideen oder Prinzipien, die ein System als konstitutiv gelten, zu verstehen. Auf der normativen Dimension finden wir Standards oder Professionen, Zielgruppen und auch die regulative, also Richtlinien und Politiken, also im Prinzip diese verschiedenen Säulen zu untersuchen. Im inter-, aber auch im intranationalen Vergleich geht es oft um Disparitäten, also Ungleichheiten, die wir feststellen können, und auf der systemischen Ebene um Vergleiche. Also Vergleiche, führt es zu einer Konvergenz oder gibt es eine Divergenz zwischen diesen Einheiten? Ich habe auch eine dezidierte Lebensverlaufsperspektive, denn wir können ja annehmen, dass eine frühe Benachteiligung zu schwierigen Übergängen in die berufliche Bildung oder den Arbeitsmarkt stehen, wenn hier exkludiert wird oder segregiert wird. Und nicht zuletzt, Disability ist ein sehr deutschsprachigen Raum, und diese Vergleiche sonderpädagogischer Fördersysteme oder inklusiver Bildung sind sehr hilfreich als Fallstudien des Paradigmenwechsels von klinische zu soziale zu menschenrechtsbasierte Modelle von Behinderung. Okay, eine wichtige Sache zu klären ist auch mehr Ebenenanalysen, weil einerseits geht es um, habe ja eingangs über die UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen und über globale Entwicklungen in der Bildung, und hier müssen wir feststellen, dass es eine Diffusion von verschiedenen Ideen, Standards und Politiken gibt, die auch Teil einer World Education Revolution sind. Aber auch, das haben wir am Wochenende eine Tagung über Inklusion als Motor des Wandels an der Humboldt-Universität, und Gottfried Biewer hat sehr unterstrichen, dass es nicht nur um die Behindertenrechtskonvention geht, sondern auch um Sustainable Development Goals. Also es gibt verschiedene Entwicklungen auf dieser globalen Ebene, die auch für die Inklusionsbestrebungen zentral wichtig sind. Wir können aber auch, und das muss auch gemacht werden, nämlich nicht nur auf dieser globalen Ebene zu bleiben, sondern auch die Wandlungsprozesse auf der nationalen, regionalen und lokalen Ebenen. Und das ist, weil natürlich Bildungssysteme müssen im Kontext gesellschaftlicher Entwicklung und bildungspolitischer Es geht auch in meinen Arbeiten immer um die Analyse von Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen organisatorischen Feldern. Man kann eigentlich nicht nur sonderpädagogische Fördersysteme untersuchen, sondern man muss immer auch das allgemeine Bildungssystem untersuchen, weil es geht um eine Verlagerung oder eine Beziehung zwischen diesen Strukturen. Deswegen ist es ein Trugschluss zu glauben, man könnte eine Studie nur über einen Teilbereich des Bildungssystems verfolgen. Gut, und es geht mir auch um die Institutionalisierung von verschiedenen Organisationsformen, weil eben die sehr träge sind. Wenn man einmal eine Organisation entwickelt hat und das institutionalisiert wurde, dann ist es sehr schwierig zu reformieren. Also es geht um die Wirkung und Umsetzung globaler Normen, und es bedarf einer Verbindung dieser verschiedenen Perspektiven auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn es über die Methoden geht, dann würde ich das bezeichnen als ein Process Tracing Komparativ. Die Studien basieren auf Literatur, historisch und mehrsprachig, Dokumentenanalyse, zum Beispiel Schulbücher oder Gesetze. Gerade für die historische Forschung sind diese Quellen sehr wichtig. Amtliche Statistiken, Längsschnittbefragungen, die ich auch zum Teil mit Lisa Pfahl durchgeführt habe, zu den Förderschulabgängerinnen. Experteninterviews mit Lehrkräften, Bürokratinnen, Kultusministerinnen und Bildungspolitikerinnen und teilnehmende Beobachtung in verschiedenen Schulformen. Komme ich aber jetzt zum empirischen Teil. Es geht auch darum, die Klassifizierung und Kategorien. Wer wird überhaupt förderbedürftig? Das ist eine wichtige Frage, die alle anderen Fragen voraussetzen.
Wir können feststellen, dass auch global immer mehr Kinder und Jugendliche einen sonderpädagogischen Förderbedarf attestiert wird. Und das kann von der Lernbehinderung zur Hochbegabung sein. Ich werde auch in dem nächsten Teil auch verschiedene Kategorien erläutern. Die Mehrheit dieser aus ärmeren Familien, und das wirft die Frage auf, das ist eigentlich eine Kernfrage und auch eine sehr politische Frage, ist sonderpädagogische Förderung eine Kompensation oder ist es eher eine Verstärkung sozialer Benachteiligung? Und das kann eigentlich nur empirisch beantwortet werden in den Studien in verschiedenen Kontexten. Aber wir finden auch global einige Regelmäßigkeiten, die uns zum Nachdenken anregen sollte, nämlich dass Jungen, ethnische Minderheiten und Schülerinnen mit Migrationshintergrund sehr oft überrepräsentiert sind. In der amerikanischen Literatur wird das als Achillesferse der Sonderpädagogik betitelt, weil das über Jahrzehnte immer wieder festgestellt wird. Also einerseits heißt Förderung eine Ressourcenzuwendung, das ist selbstverständlich was Positives, kann aber auch zu einer lebenslangen Stigmatisierung oder in den Worten von Lisa Pfahl der Nichtbefähigung führen. Und wir können auch sprechen von der Ressourcenetikettierungsdilemma, weil es eben auch alle Bildungs- und Sozialpolitiken haben auch diese Frage, werfen diese Frage auf, wer soll in den Genuss dieser Ressourcen kommen und was sind die Konsequenzen für die Teilnehmer dieser. So, wenn wir uns die Klassifizierungsraten im europäischen Vergleich anschauen, das ist der Anteil der Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schülerinnen, sehen wir eine enorme Spannbreite. Selbst in Regionen, die wir eigentlich von außen oft als sehr ähnlich betrachten. Wir können sehen, dass Island 24% der Schülerinnen einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Aber in Schweden, ein anderes nordisches Land, nur 1,5% haben. Deutschland und Österreich sind in der Mitte, aber wir sehen eigentlich eine sehr große Bandbreite. Und das wirft natürlich sehr viele Fragen auf für die komparative Forschung. Es geht um Klassifikationssysteme und ich werde jetzt anhand des deutsch-amerikanischen Vergleichs ein bisschen versuchen, das zu vertiefen, warum wir zu solchen Unterschieden kommen, wo gerade medizinische Modelle würden eigentlich prophezeien, dass es relativ ähnliche Raten gibt. Ja, wir sind ja europäische Länder, haben auch ausgebaute Gesundheitssysteme und so fort. Aber wir müssen eben versuchen, diese Varianz zu erklären. Wenn wir das jetzt im historischen Verlauf anschauen, im deutsch-amerikanischen Vergleich von den 30er Jahren bis 2012, dann können wir feststellen, dass beide Länder, auch trotz ihrer sehr unterschiedlichen historischen Entwicklung, bis zu den 50er Jahren ähnliche Förderquoten und Explosionen ausgewiesen haben. In den Vereinigten Staaten sehen wir dann ab den 50er Jahren eine schnelle Diffusion von sonderpädagogischem Förderbedarf. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass alle Schulen sonderpädagogische Förderung angeboten haben. In Deutschland finden wir eine verspätete und geringere Expansion und das ist von Sonderschulen. Das ist der Ort, wo diese Förderung überhaupt angeboten wurde. Wir sehen auch die Divergenz der Bildungssysteme und das hat vielfältige kulturelle und strukturelle Faktoren, die ich jetzt auch versuchen werde zu erklären anhand dieser Barrieren und Facilitatoren. Aber zunächst einmal zu den Klassifikationssystemen. Wir sehen hier in dieser historischen Tabelle, wie die Förderbedarfe oder die Kategorien des Förderbedarfs sich entwickelt haben seit den 20er Jahren. Wir sehen, dass es vier große Kategorien gibt. Social Categories, also soziale Kategorien, intellektuelle Kategorien, sensorische und physische. Das auf der einen Achse und dann eben der historische Verlauf. Und ich habe hier als Quellen genutzt die relevanten Schulbücher in diesem Bereich, aber auch dann die Gesetze seit den 70er Jahren, die Gesetze, die die Sonderpädagogik-Fördersysteme strukturiert haben.
Wenn wir nur jetzt nur einen Bereich herausgreifen, sehen wir, das ist jetzt die Hochbegabten, most highly endowed, wurden dann zu den specially gifted oder gifted, dann gifted and talented, dann so. Also wir haben eigentlich kontinuierlich mit dem Thema Hochbegabung zu tun in den Vereinigten Staaten. Gleich, und das eben in einem sonderpädagogischen Fördersystem, was sehr stark sich auf die Normalverteilungskurve der Intelligenz basiert. Also beide Gruppen, die wurden integriert in diese Fördermaßnahmen, seien es die mit Lernbehinderung oder auch Hochbegabten. Und wir können auch feststellen, dass Learning Disabilities, das ist eine relativ neue Kategorie, das ist eine Diskrepanzmessung zwischen den Schulperformance, das eigentlich prophezeit wird von einer hohen IQ-Testresultat und eben die tatsächliche schulische Leistung. Das heißt, es ist eine sehr stark psychometrische Messung und eine neue Kategorie in den Vereinigten Staaten. Und das eben im Vergleich zu den deutschen Definition von Lernbehinderung, eine stark unterschiedliche oder konträre Auffassung von Lernbehinderung, wo es eher eine Umschreibung ist von sozialer Benachteiligung. Was ich auch an dieser Tabelle anmerken möchte, ist, dass wir es durchweg in den Vereinigten Staaten mit einem medizinischen Modell von Behinderung zu tun haben. Die Kategorien sind immer noch die der Beeinträchtigung. Also sogar jetzt ab 2005, aber bis heute, Kategorien wie Speech and Language Impairments, Mental Retardation, Deaf Blindness, Hearing Impairments oder eine neue Kategorie Traumatic Brain Injury. Wenn wir das gleiche historische Entwicklung für Deutschland anschauen seit den 90er Jahren, dann haben wir es eben mit den ähnlichen Oberkategorien zu tun, nämlich physisch, sensorisch, intellektuell und sozial. Wir haben es aber am Anfang in den 20er Jahren mit dem Reichsgrundschulgesetz mit Adjektiven zu tun, also schwerhörig, verkrüppelt, schwachsinnig und andere. Dann aber nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und der Euthanasie-Programm wo ich das auch hier mit dem Bruch ein historischer Zäsur gekennzeichnet habe, dann ging es eher um Schulen, weil man weg wollte von diesen historischen Erfahrungen und dann hat man eben eine sehr administrativ professionelle Entwicklung der Kategorien, nämlich die der Schulen, also Gehörlosenschulen, Krüppelschulen etc., die sich dann aber auch bis in die 70er Jahren oder auch bis zu den Förderschwerpunkten von 1994, wo eben zum ersten Mal pädagogisch definierte Förderschwerpunkte definiert worden sind. Und dann können wir hier anhand der einen Kategorie Förderschwerpunkt Lernen diese Entwicklung von schwachbegabt, Hilfsschulen, allgemeine Sonderschule, Schule für Lernbehinderte oder Förderschule bis zu Förderschwerpunkt Lernen. Eben dieser historische Verlauf nachzeichnen. Im direkten deutsch-amerikanischen Vergleich sehen wir eben diese verschiedenen kategorialen Grenzziehungen. Wir können feststellen, dass in den Vereinigten Staaten eben dieses medizinische Modell immer noch vorherrscht, wohingegen in Deutschland eben seit 1994 ein eher pädagogisches Modell gibt und das als eine wesentliche Weiterentwicklung für das deutsche System, zumindest was die Kategorien anbelangt, festgestellt werden kann. Wenn wir das im breiteren internationalen Vergleich anschauen, hier habe ich 20 OECD-Länder verglichen, können wir feststellen, dass es auch hier in den Kategorien, selbst in den Kategorien, große Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Es gibt tatsächlich nur 5 Kategorien, die in allen 20 Ländern auffindbar sind. Also müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, es gäbe eine universelle Klassifikation oder ein Modell, was überall gelten würde, was die Förderschwerpunkte angeht oder die Förderung. Gut, und das müssten wir auch in verschiedenen Ländern auch die Bedeutung dieser Kategorien kulturell analysieren.
Dänemark, Norwegen und Großbritannien haben nur eine übergeordnete Kategorie Förderbedarf. Also das ist auch eine Variante, um eben diese Klassifikationssysteme zu verfolgen. Jetzt ein kurzes Zwischenfazit zu Kategorien. Sie müssen keinesfalls die gleichen Menschen bezeichnen, trotz ähnlicher Namen oder Etiketten. Und wir müssen sehr vorsichtig sein bei Übersetzungen. Gerade den Vergleich der Lernbehinderungskategorie in Deutschland und USA zeichnet das sehr deutlich. Eine Fokussierung auf Kategorien in unterschiedlichen Kontexten unterstreicht die Relativität, die Kontingenz der schulischen Behinderung. Also es ist offensichtlich, wir haben ja von 1920 bis heute gab es sehr starke Dynamiken in diese Kategorien. Klassifikationssysteme, es gibt immer noch diese Oberkategorien, als auch Wandel auf. Und diese Vergleiche verdeutlichen die sich veränderten Grenzen der Anormalität sowie des Förderbedarfs. So, das war eher, was ich zu den Klassifikationssystemen präsentieren wollte. Jetzt würde ich etwas zu der Struktur, zu den Förderorten und zu den verschiedenen Lernsettings jetzt wechseln. Hier geht es um Segregation, also und hier ist es ein Indikator, was ich sehr wichtig finde, weil Inklusion so schwer zu definieren ist. Aber wir können mit dem harten Fakt der räumlichen Segregation, das ist ein Indikator, was wir auch historisch und auch im Vergleich sehr gut benutzen können, um auch zu zeigen, wie persistent die Fördersysteme sind. Hier wieder eine große Varianz zwischen den Ländern, Deutschland 4,8%, Österreich in der Mitte, dann aber Länder wie Italien und Schweden, wo praktisch überhaupt nicht mehr auf Sonderschulen geschickt wird und aber eben eine große Bandbreite in Prozent der Gesamtschülerzahl, die in Sondereinrichtungen eingeschult wird. Dann wieder zu dem deutsch-amerikanischen Vergleich, wo ich auch ein bisschen vertieft über diese zwei Systeme berichten kann. Die Vereinigten Staaten haben eher ein Modell des Kontinuums, eine Vielfalt der Förderorte von der Segregation, das ist in den Balken schwarz eingezeichnet, über Separation und Integration zur Inklusion, also um die Hälfte der Kinder mit Förderbedarf in den Vereinigten Staaten sind inkludiert. Das heißt, 80% ihres Schultages verbringen sie in der Regelklasse. In Deutschland haben wir dagegen eher ein duales Modell immer noch. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, aber wir können feststellen, dass es eigentlich um Inklusion oder für viele Jahrzehnte der Integrationspädagogik, der Integration oder der Segregation, heißt Sonderschule oder Regelschule. Wie in vielen europäischen Ländern können wir jetzt aktuell feststellen, einen Wandel hin zum Kontinuum. Aber das ist eben, wie gesagt, auch eine Frage, die gerade in föderalen Ländern unterhalb der nationalen Ebene untersucht werden muss. Und wir können feststellen, dass es eine Vielfalt der Optionen gibt. Das ist aber wiederum eine Barriere der Inklusion, weil es uns auf einen inkrementeller Wandel verleitet. Das ist eine geografische Darstellung der Sonderschulbesuchsquoten der deutschen Bundesländer. Und ich freue mich sehr, dass Carmen Dorans, diese sehr wichtige Karte der Entwicklung aufgezeigt hat. Dieser zeigt den Indikator der Segregation und auch die große und auch zunehmende Varianz zwischen den Bundesländern, also Hansestadt Bremen mit 1,8%, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit 6,8%. Das sind auch Zahlen, die zeigen eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren, eine verstärkte Segregation. Das ist in Widerspruch zu der UN-Behindertenrechtskonvention. Und wir können also in einem föderalen System, was schon sehr lange die UN-BRK ratifiziert hat, keine Konvergenz feststellen. Also eher eine Divergenz zwischen den Ländern. Ich möchte auch, weil das eben sehr wichtig ist, nicht nur die Frage der Kultur, also die Kategorien des Förderbedarfs und der Lernorte, sondern auch, was passiert danach?
Was sind die Ergebnisse, die Konsequenzen für die Individuen in diesem System? Und hier möchte ich kurz zusammenfassen einige der Ergebnisse über die Übergänge und Zugänge zu Berufsbildung und Hochschulsystemen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir können feststellen, dass es geringe Zugangsraten zur beruflichen Bildung und zu Hochschulen gibt, auch aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit, klar, und der Nichtbefähigung, die Lisa Pfahl in ihrem Buch Techniken der Behinderung aufgezeigt hat. Nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, aber hier können wir auch feststellen, dass die meisten Studierenden mit Behinderung chronische Krankheiten haben und Regelschulen besucht haben, aufgrund der Selektivität des Bildungssystems, gerade in dem Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe. Immer noch finden wir einen begrenzten Zugang für Absolventen von Sonderschulen, in Deutschland sogar im Übergangssystem oder in der Berufsvorbereitung. Das ist vor allen Dingen wichtig, auf diese Übergänge zu schauen, weil eben dort die Rechte und Pflichten sich verändern von sekundärer zu postsekundärer Ausbildung. Und die Unterstützungsangebote brauchen eine enge Verzahnung, viel mehr als sie jetzt haben. Es ist notwendig, auch die UNBRK nicht nur zu reduzieren auf den Artikel 24, so wichtig dieser Artikel auch ist, das ist die zur Bildung, sondern auch zu den verschiedenen Artikeln zur Beseitigung von Diskriminierung, Artikel 5 oder Barrierefreiheit, Artikel 9. Denn wir müssen fokussieren auf dem Abbau der Segregation im Lebenslauf. Sonst finden wir ein Leben in Parallelwelten, etwa die Werkstätten und andere Einrichtungen, die auch einen Fortgang der Segregation in dem Bildungsbereich darstellen. Gibt es Fragen oder Kommentare bis zu diesem Zeitpunkt? Sonst würde ich jetzt versuchen, diese unterschiedliche Entwicklung in den deutsch-amerikanischen Systemen etwas zu erklären, historisch, und dann eben die Barrieren und Facilitatoren, die dazu geführt haben, zu dieser Divergenz in der historischen Entwicklung geführt haben. Okay. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es sehr wichtig ist, eben die Fördersysteme im Kontext des Bildungssystems insgesamt zu untersuchen. Warum ist das so? Weil die sonderpädagogischen Fördersysteme, mein Argument, ist, dass sie den Bildungssystemstrukturen nachahmen. Wir finden ab ca. 1900 eine große isomorphe Entwicklung, das heißt in den USA zum Beispiel hatten wir Gesamtschulen und dann wurden innerhalb dieser Gesamtschulen Sonderklassen eingerichtet. In Deutschland gab es ein gegliedertes Bildungswesen und in diesem gegliederten Bildungssystem wurden dann Hilfsschulen, die Mutter aller Sonderschulen wurde dann eingerichtet. So, dass es eine Passung gibt zwischen der Struktur des Fördersystems und des allgemeinen Bildungssystems. Ab den 50er Jahren haben wir eine Phase der Expansion und Differenzierung und mit der universellen Schulpflicht und der sonderpädagogischen Förderung kommt es zu zunehmend heterogenen Schülerschaften. Das ist in beiden Ländern und eigentlich in allen Ländern zu finden. Das ist wirklich eine globale Entwicklung. In den deutsch-amerikanischen Vergleich, das habe ich auch schon gezeigt, in den Klassifikationssystemen, haben wir es aber mit ganz unterschiedlichen Entwicklungen zu tun, wenn wir näher innerhalb des Systems schauen. Wir haben nämlich in den USA mit einer individuellen Differenzierung zu tun, Kategorien der Beeinträchtigung, wohingegen in Deutschland wir es mit einer organisatorischen Differenzierung zu tun haben, nämlich Sonderschularten. Das wird ja in der Literatur als in den 60er Jahren in Deutschland das Sonderschulwunder, weil man so viele verschiedene Sonderschularten etabliert hat, je nach professioneller Kategorie. In der dritten Phase, und wir befinden uns tatsächlich immer noch in dieser Phase, das ist nämlich die Auseinandersetzung zwischen Persistenz und Wandel seit den 70er Jahren. Hier finden wir die legitimierte Selektion in Sonderklassen oder Schulen mit vielen Ressourcen,
jedoch niedrigem Status. Das ist wiederum dieses Ressourcenetikettierungsdilemma, was ich gesagt habe. Und in beiden Ländern können wir feststellen, dass elterliche, professionelle und politische Interessen alle der institutionellen Logik der Bildungssysteme folgen. Die Logik in den USA ist eine der Separation, also Binnendifferenzierung innerhalb von Gesamtschulen, und in Deutschland eine Segregation, dass es eine starke räumliche Trennung gibt. Und diese Logiken sind konträr zur inklusiven Bildung. Wie können wir das erklären, diese Entwicklung, diese Divergenz auch der Systeme? Hier habe ich ein Mehrebenenmodell dargestellt. Auf der obersten Ebene sind gesellschaftliche Werte, Bildungsideologien und Behinderungsparadigmen, die natürlich auch sonderpädagogische Fördersysteme beeinflussen, aber auch auf der Mesoebene Interessensgruppen, Professionen, Elternverbände, Behindertenbewegung, aber auch Bildungspolitiken und Steuerung der Governance dieser Systeme ist entscheidend. Auf der Mikroebene der Schulen natürlich die Lehrkräfte, Gatekeeper, also diejenigen, die für eine Diagnostik zuständig sind, und eben auf den Ressourcen und Rechten, die gewährt werden in einem bestimmten Kontext. Das alles hat einen Einfluss auf die Fördersysteme mit den Indikatoren, die ich schon gezeigt habe, nämlich die Klassifizierung, die Lernorte, aber auch die Abschlüsse und die weiteren Möglichkeiten der beruflichen Bildung oder auch in dem Arbeitsmarkt. Beginnen wir jetzt mit den Ideologien und Paradigmen. Im Sinne der Bildungsziele ist eine Barriere der Inklusion die enge Leistungsorientierung. Man denke an, welche Kompetenzen werden überhaupt in zum Beispiel der PISA-Studien gemessen. Oder eben die Vorstellung, dass es eine angemessene Bildung gibt für bestimmte Personengruppen. Wie wir aber feststellen, wenn wir auch die Entwicklung im Hochschulbereich anschauen, vor 30 Jahren war es undenkbar, dass Menschen mit Down-Syndrom tertiäre Bildung genießen. Heutzutage ist das üblich. In vielen Ländern haben wir eine sehr starke Ausweitung der Möglichkeiten im tertiären Bildungsbereich, was aber wiederum eben diese Vorstellung einer angemessenen Bildung sehr hinterfragen lassen. Ein Facilitator der Inklusion sind holistische Bildungsziele, zum Beispiel, dass eben soziale Kompetenzen, aber nicht nur, gefördert werden in gemeinsamer Unterricht. Gesellschaftlichen Werte, die wichtig sind zum Beispiel die Orientierung an Normalität und Homogenität. Das ist natürlich eine Barriere, aber ein Facilitator wäre die Anerkennung der Vielfalt und Heterogenität. Viele wichtige Beiträge, auch Anne-Dore Pringle hat dieses Kolloquium-Serie eingeläutet mit ihrem Thema der Pädagogik der Vielfalt. Wenn wir uns fragen, was haben Behinderungsparadigmen zu tun mit der inklusiven Pädagogik, dann können wir feststellen, dass Sonderpädagogik, es wird gedacht, dass Defizite kompensiert und dass Sonderschulen eben einen Schonraum bieten. Das ist eine Barriere der Inklusion. Ein Facilitator wäre, wenn wir eine Orientierung haben zur individuellen Förderung aller Schülerinnen. Auf der gesellschaftlichen Ebene Behinderungsparadigmen, die individuelle Defizite ausmachen, eben dieses klinische Modell, sind Barrieren der Inklusion, wohingegen Behinderungsparadigmen, die Menschenrechte stärken und Minderheiten schützen, sind Facilitatoren der inklusiven Bildung. Zu den Interessensgruppen können wir auch feststellen, dass die dominante Gruppe oft die Interessen der sonderpädagogischen Profession an eine eigene Schulform ist. Das ist klar eine Barriere der Inklusion. Ein Facilitator der inklusiven Bildung ist die sehr starke Behindertenbewegung, die Selbsthilfegruppen, Advokaten und Eltern, die sich dafür eingesetzt haben, inklusive Bildung voranzutreiben. Verbände und Nichtregierungsorganisationen sind auch sehr zentral. Wir können sagen, dass die Verbandspolitik sich oft am Status quo orientiert. Das ist natürlich eine Barriere. Wohingegen ein Monitoring der UNBRK und die Stärkung von Allianzen, beispielsweise
bei der BHK-Allianz in Deutschland, die einen Schattenbericht vorgelegt hat von, glaube ich, war das 80 Gruppen? Oder es war eine Vielzahl von Gruppen, die daran beteiligt waren. Das ist ein Facilitator der inklusiven Bildung. Eine Barriere, weitere Barriere ist die Marginalität des Themas, Behinderung oder Förderbedarf. Aber, und das ist wiederum auch eine, glaube ich, der stärksten Wirkung der UNBRK und diese globalen Normen, ist, dass sie eine Bewusstseinsbildung entfalten und diese Lobbying auch unterstützen. Ein anderer Facilitator in den Vereinigten Staaten sind viele Gerichtsverfahren, wo Familien geklagt haben. 3000 Gerichtsverfahren seit den 70er Jahren wurden in den Vereinigten Staaten gewonnen, um Schuldistrikten, gegen Schuldistrikten, die eben nicht bereit waren, die Barrieren abzubauen. Und das war für die Vereinigten Staaten ein sehr wichtiger Hebel, um die inklusive Pädagogik voranzutreiben. Wenn es um Fragen der Bildungspolitik oder Ressourcen geht, haben wir es einerseits, das ist jetzt auch anhand des deutschen Falles, oft nur mit Empfehlungen zu tun. Also die Kultusministerkonferenz empfiehlt bestimmte Entwicklungen, aber hat überhaupt keine Möglichkeit, das wirklich durchzusetzen. Ein Facilitator ist, wenn inklusive Bildungspolitik durchsetzbar wäre, etwa wenn man wirklich den Artikel zur Barrierefreiheit auch realisieren würde. Wenn es um Fragen des Rechts geht, was auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, ist der Elternwahlrecht. Wenn Schulen die Platzierung bestimmen, ist das eine Einschränkung und oft eine Barriere der Inklusion. Rechte garantieren wiederum Wahlmöglichkeiten, und wenn wir das Recht auf schulische Inklusion wirklich realisieren, dann heißt das, inklusive Pädagogik muss überall in allen Kontexten auffindbar sein. Finanzierungsvorbehalte sind eine Barriere, oder auch die Unterfinanzierung ist eine große Barriere der Inklusion. Was ein Facilitator sein kann, das ist auch in der deutschen Diskussion auch jetzt zunehmend gemacht worden, dass man die Gesamtkosten berechnet, alle Bildungskosten, aber auch, und das ist eben ein Entwicklungsbereich in der Forschung, dass man eben die Kosten der Stigmatisierung oder Segregation vor allen Dingen in den sozialen Transferleistungen auch beziffern müsste, um gegen diese starke Trägheit zu argumentieren. Ein Problem natürlich ist, dass Inklusion oft als Sparmodell gesehen wird, und dagegen sollten wir die Vorteile der inklusiven Bildung für alle Schülerinnen und Gesellschaft auch im Sinne der Ressourcen, die für unsere Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, sollten wir herausstellen. Ich komme jetzt abschließend zu der Mikroebene, also die der Gatekeeper und der Selektionsprozesse. Eine Barriere ist die Stigmatisierung aufgrund von Etikettierung. Ein Facilitator der Inklusion ist die Sicherung von Ressourcen ohne Klassifizierung. Das sieht man in vielen Ländern, die versuchen eine Ressourcenverteilung ohne Etikettierung und das auch gewährleisten. Im Sinne der Klassifikationshemmschwelle, in Deutschland finden wir eine hohe Schwelle, es ist eine späte Entscheidung und es ist kaum revidierbar, wenn man eine Sonderschulüberweisung hat. Hingegen, das ist auch ein Facilitator der inklusiven Bildung, wenn es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten eine niedrige Schwelle gibt und eine sofortige Unterstützung an jeder Schule angeboten werden kann. Es gibt verschiedene Anreize. Barrieren sind, wenn es Klassifizierung oder Segregierung auch in dem Modell der Ressourcengewinnung oder Sicherung erfolgt, wohingegen eine Ressourcenbereitstellung an allen Schulen und eine Ad-hoc-Förderung natürlich eine Facilitator der inklusiven Bildung ist. Und abschließend vielleicht die Barriere Klassenwiederholung. Das ist eine in der pädagogischen Forschung als wenig sinnvolle Maßnahme immer wieder empirisch herausgestellt. Trotzdem ist es immer wieder feststellbar, und das ist eben eine Barriere der Inklusion, wohingegen ein Facilitator, der das zieldifferente Unterricht ist, auch die individuellen Förderpläne und eine Vielfalt der Beurteilungsmodi.
So, jetzt als Zwischenfazit eben anhand dieses deutsch-amerikanischen Vergleiches. Wir haben gesehen, dass die Kontraste der institutionellen Logiken ziehen sich durch alle Ebenen und Dimensionen. In beiden Ländern steigt die Förderquote wegen größerem Bedarf, erhöhten Standards und Rechenschaftspflicht. Wir haben es auch mit einem Paradox zu tun, nämlich die Segregation und die Inklusion nehmen gleichzeitig zu, weil die geförderte Gruppe immer größer wird. Professionen, Elternverbände und soziale Bewegungen haben sich erfolgreich durchgesetzt, jedoch zumeist nicht gegen die institutionelle Logik des Bildungswesens, eher Separation in den USA oder Segregation anstatt Inklusion. In diesem Kontext können wir auch fragen, welchen Einfluss hat die UNBRK? Und wenn ich das kurz, ich möchte hier nur zusammenfassen, diese Studie, die wir im Vergleich Schleswig-Holstein und Bayern gemacht haben. Wir haben gefragt, welche Mechanismen liegen der Trägheit des Sonderschulwesens zugrunde und wie kann Wandel entstehen? Und wir haben herausgestellt, dass eben in diesen beiden Flächenländern es eine große Divergenz gegeben hat. In Schleswig-Holstein ist es eher eine Verstärkung eines Vorreiters und in Bayern eben eine Konterkarierung dieser UNBRK. Und das war ein sehr spannendes Ergebnis, weil wir zunächst einmal angenommen haben, wenn eine Menschenrechtskonvention ratifiziert wird, dass das auch in föderalen Ländern ja entsprochen werden wird. Und das konnten wir eben nicht feststellen. Aufgrund der Zeit werde ich hier ein bisschen verkürzen, denn ich möchte sehr gerne auch auf den europäischen Vergleich eingehen, nämlich ein EU-Comenius-Projekt, Teaching Diverse Learners in School Subjects, was wir mit Projektpartnern in Nord-, Ost-, Süd- und Westeuropa durchgeführt haben, Deutschland, Island, Litauen, Luxemburg, Schweden und Spanien. Hier war unser Versuch, die Literatur in den verschiedenen Ländern sowie auch inklusive Praktiken in den Schulen videografisch festzuhalten. Es war sehr spannend, weil wir auch alle Regionen von Europa hier berücksichtigen konnten. Wir haben versucht, Inspiring Practices festzustellen, nicht Best Practices, wo es im Prinzip nur einen Gewinner gibt, oder Good Practice, sondern inspirierende Praxen. Wir sind davon ausgegangen, dass man inklusive Praktiken an allen Schulen finden kann. Und das haben wir auch tatsächlich gefunden, dass inklusive Bildung ist überall möglich. Es ist notwendig, nationale Daten zu disaggregieren und Mehrebenenanalysen durchzuführen. Inklusive Bildung bedarf in vielen Ländern einen umfassenden Reformprozess und viele der Schulen, die wir besucht haben, sind in diesem Prozess involviert. Existierende inklusive Schulen brauchen Unterstützung, sowie die Change Agents in Schulen, die Barrieren abbauen. Also es war nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass wenn eine Schule einmal inklusive Praktiken auch angenommen hat oder auch das realisiert hat, dass sie nicht weiterhin unterstützt werden müssen. Denn wir müssen wirklich festhalten, dass inklusive Bildung ein Prozess ist und nie abgeschlossen. Schulische Facilitatoren waren zum Beispiel das Wohlbefinden der Kinder oder auch die Vernetzung in der Gemeinschaft. Diese Faktoren waren wirklich für diese Schulen entscheidend. Was sehr wichtig war, war, dass wir ganz verschiedene pädagogische Konzepte gefunden haben auf der Schulebene, um inklusive Bildung zu realisieren. Und ich möchte jetzt abschließend auch ein bisschen Werbung machen, weil ich habe nämlich einen USB-Stick mit 20 Stunden Videomaterial mitgebracht. Ich habe auch einige hier, die ich Ihnen geben kann, wo wir eben diese Schulen porträtiert haben. Und in Luxemburg haben wir einen Film mit den Schülerinnen der École Jean Jaurès in Esch-sur-Alzette, wo auch meine Universität ihren Campus hat. Wir haben den Film gedreht Inclusion, Living Together, Learning Together. Und in dieser Schule, das ist eine der wenigen Gesamtschulen in Luxemburg, und sie haben eine Schulcharta, die sie alle Mitglieder dieser Schule unterschreiben, mit den Prinzipien Commitment, Respect, Courage, Trust and Honesty. Und wir haben also mit den Schülerinnen dieser Schule
versucht festzuhalten, was Sie an Ihrer Schule inklusiv finden, warum Sie eine inklusive Schule sind. Ein Zitat, was wir sehr wichtig fanden, ist, Zitat, we like to live and learn in our school. Among us, everyone is important. Und wir haben verschiedene kleine Vignetten videografiert, zum Beispiel eben diese Unterzeichnung des School Charter, aber auch Sprachlernen, was in einem mehrsprachigen Land wie Luxemburg natürlich entscheidend ist, und wie sie sich gegenseitig geholfen haben, in den nationalen Sprachen Französisch, Letzeburgisch und Deutsch voranzukommen. Aber auch, was sehr wichtig war, was wir vielleicht nicht so wichtig gefunden haben, aber die Schülerinnen sehr unterstreichen wollten, wie wichtig eben die freie Zeiten waren und auch die gemeinsame Mittagspause. Diese Schülerinnen arbeiten oft in Ateliers gemeinsam an Projekten, und sie haben durch die ganze Schülerkarriere ein Portfolio, was sie mit ihren Arbeiten füllen und was sie in Peer Review, also immer wieder auch gegenseitig kommentieren. Also als im Sinne einer ganz unterschiedlichen Bewertungsmodi, wo andere Gesichtspunkte auch da berücksichtigt werden können, nicht nur die sehr engen schulischen Leistungen. So, als Abschluss, als Fazit, ich habe einige Vergleiche auf verschiedenen Ebenen zwischen und innerhalb von Ländern dargestellt und hier vielleicht thesenartig einige der wichtigsten Botschaften. Die globale und regionale Varianz verdeutlicht, es muss nicht so sein, wie es jetzt ist. Inklusive Bildung ist überall möglich. Die Begriffe, sei es Exklusion oder Inklusion, Segregation oder Separation, auch die Kategorien, müssen nicht nur übersetzt werden, sondern wir müssen sie kulturell verstehen. Es gibt historische Kontinuitäten und Brüche, die wir feststellen können. Gradueller Wandel kann transformativ wirken, aber das ist eben in dem Bundesländervergleich Deutschlands klar geworden, Transformationsphasen sind auch risikoreich. Also wir können eben feststellen, dass es nicht nur in solchen Reformphasen zu Verbesserungen kommt, sondern auch eben auch Rückschläge. Das ist eben auch diese Ambivalenz des Prozesses, in dem wir stecken, hin zu mehr Inklusion in den Bildungssystemen. Um falsche Schlüsse anhand von oberflächlichen Ähnlichkeiten und Differenzen vorzubeugen, sind explizite Vergleiche notwendig, und das eben auf verschiedenen Ebenen. Gerade in föderalen Systemen birgen diese Aggregatzahlen sehr große Heterogenität. Das ist aber ich glaube, auch natürlich auch hier in Österreich der Fall, so dass wir diese Bundesländervergleiche auch viel verstärkt in der Forschung berücksichtigen müssen. Vergleiche sind bisher rar, das heißt aber auch, das sind große Opportunitäten und die sind notwendig für Bildungspolitik und Programme. Vielen Dank.